wo dann hier klackt, dann klackt dann bei denen auch, ne? Die hören dann nicht nach dem Schuss. Wurde dazwischen. Ja. Hamburger Meister 1900. Zweite Silkenhalle Hamburger SV 24-73. Dritte Claudia Pfeil, LG Alster Nord. 25-53. Vierte, Britta Jungs, LG Eisenhorn, 26-39. Fünfte, Stefanie Schneider, LG Herbert Pack,
Der soll sagen, in den Programm, der Post,
beim Stabhochsprung. Erster Versuch 4,40 Meter für Meteorenpilot LG Hammertal. Thank you.
Thank you.
Anlauf 100 Meter Hürden und gehöre seit Jahren zur deutschen Spitze. Wie viele Jahre betreiben Sie den Sport? Leistungssport betreibe ich jetzt seit 7 Jahren. In den letzten Jahren wurde es immer wesentlich intensiver, bedingt dadurch, dass man eben auch immer mehr Leistung von jemandem verlangt hat, damit man sich in der deutschen Spitze auch überhaupt vorne profilieren konnte. Und wie viele Stunden trainieren Sie pro Woche? In der Woche. Und das ist folgendermaßen, also dass ich Montag und Donnerstag zweimal trainiere. Das heißt, ich trainiere morgens, arbeite 4 Stunden, trainiere abends dann wieder. Und Mittwoch und Dienstag arbeite ich voll. Da kann ich also auch nur einmal am Tag trainieren. Und Freitag und Samstag trainiere ich auch einmal in der Woche. Und bin, wenn ich Sport und Beruf am Tage hinter mich gebracht habe, abends um 8 zu Hause. Und habe als Leistungssportler auch sehr wenig vom Privatleben. Und wie viele Wettkämpfe bestreiten Sie im Jahr? Also mit der Hallensaison und der Sommersaison sind das im Jahr ungefähr 35 Wettkämpfe im Jahr, die ich absolviere. Und was war Ihr bisher größter Erfolg? Also wenn wir uns nicht nur konkret an Leistung orientieren wollen, war das eigentlich nach der Wiedervereinigung unserer beiden Länder die Teilnahme an einem Länderkampf in London, wo sich nur die drei besten deutschen Sportlerinnen über 100 Meter Hürden für den Länderkampf qualifizieren konnten. Und was war so Ihr bisher schönstes Erlebnis mit dem Sport verbunden? Oh ja, das ist eine schwierige Frage. Und also so spontan könnte ich jetzt gar nicht sagen, was das Tollste ist. Also ich sag mal so, das Schönste am Leistungssport ist eigentlich, dass man viele unterschiedliche Leute kennenlernt, verschiedene Länder und auch Mentalitäten durch den Sport. Und Sport verbindet zu einer unheimlichen Solidaritätsgefühl unter Athleten. Dass wir also unheimlich zusammenhalten und gemeinsam irgendwie auch Wege bestreiten, um auch ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das empfinde ich als schön im Sport. Und was ist Ihr schlechtestes Erlebnis in Verbindung mit dem Sport bisher? Ja, das war 1989. In dem Jahr hatte ich gerade ausgelernt, musste auch weiterhin vollarbeiten. Und wenn man auszubilden ist, trägt man sehr wenig Verantwortung. Kann man sich also total auf den Sport fixieren. Als ich ausgelernt hatte, musste ich auf einmal Verantwortung im Beruf übernehmen, wo ich dann nicht mehr in der Lage war, meine sportlichen Leistungen zu realisieren, weil ich vom Kopf her einfach zu dicht gewesen bin. Ich war also nicht mehr in der Lage, das Potenzial, was ich hatte, umzusetzen, weil ich eben sehr unter beruflichem Stress aufgestanden hatte. Das war für mich eine bittere Erfahrung, weil ich da nicht mehr bei einem deutschen Endlauf gekommen bin. Und was sind Ihre Ziele für die Zukunft, die Sie sich vorgenommen haben? Also in diesem Jahr war eigentlich geplant, mich für die Olympischen Spiele in Barcelona zu qualifizieren. Das war leider nicht möglich, weil das NOK die Nominierungsnorm heraufgesetzt hat. Das ist eine Leistung, die ich also persönlich nicht erreichen kann, ohne Manipulation, wenn ich das mal erwähnen darf. Und ich wollte mich im nächsten Jahr auf die Weltmeisterschaften vorbereiten, die im eigenen Land in Stuttgart sind. Was fasziniert Sie an Ihrem Sport? Also am Sport fasziniert mich eigentlich, persönlich seine eigene körperliche und psychische Grenzen zu erreichen. Also immer wieder den Körper neu herauszufordern und dann irgendwann feststellen zu können, dass man doch immer noch zu besseren Leistungen fähig ist. Und manchmal gibt es ja auch so Probleme mit den Trainern. Und wie kommen Sie persönlich mit Ihrem Trainer zurecht? Also von der menschlichen Seite habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, mit dem Trainer zurechtzukommen. Da können wir uns wirklich unheimlich gut arrangieren. Wichtig ist, mit dem Trainer zurechtzukommen und persönlich auch gute Leistung zu erzielen, dass eine Harmonie zwischen Trainer und Athlet existiert. Im Training gibt es hier und da gewisse Experimente, die man durchführt, wo der Trainer mir vorschlägt, eine Übung ins Training mit einzubauen. Entweder ich sage, ich finde das gut, dann mache ich das auch. Und wenn ich aber sage, ich finde das nicht so gut, dann denke ich über die ganze Angelegenheit nochmal nach und dann arrangiere ich mich mit ihm. Also es gibt diesbezüglich kaum Schwierigkeiten mit ihm. Und welche großen Wettkämpfe kommen in diesem Jahr noch auf Sie zu? Und auf welchen Wettkampf freuen Sie sich am meisten in diesem Jahr noch? Also am meisten freue ich mich natürlich auf die deutschen Meisterschaften, die jetzt Ende Juni in München sind. Da hoffe ich mir natürlich, dass ich da auch entsprechende Leistung vorweisen kann, dass ich mich persönlich gut profilieren kann im vorderen Bereich der deutschen Spitze. Das ist, wie gesagt, der Höhepunkt aller Athleten eigentlich, wenn man die hohen internationalen Wettkämpfe ausklammert. Und dann gibt es für mich nach Beendigung der deutschen Meisterschaften noch die internationalen Starts, wie zum Beispiel ISTAF in Berlin oder Köln oder Koblenz, wo nur internationale Spitze in ein Disziplin vertreten sind. Sind Sie überhaupt zu Ihrem Sport gekommen?
Ja, wie das so ist in der Kindheit. Ne? Die Eltern möchten gerne, dass die Kinder sich ein bisschen sportlich betätigen, dass sie ihre ganze Kraft, Ausdauer und Aggression irgendwo abbauen können, dass sie sich austoben, dass sie abends schön spät ins Bett fallen oder eher gesagt früh. Und dann bin ich im Alter von 6 Jahren, haben meine Eltern mich damals in die Leichtathletik gesteckt, kann man fast so sagen, weil ich wollte da gar nicht hin. Ich gehe da mal erstmal hin und mache das erstmal. Im Alter von 6 Jahren einmal in der Woche trainiert, unterschiedliche Sportarten aber auch betrieben. Ich habe Basketball, ich habe Schwimmen gemacht, ich habe Volleyball gespielt, ich habe Kunstradtouren gemacht, Kunststücke auf dem Fahrrad und bin aber der Leichtathletik eigentlich immer treu geblieben. Und irgendwann brachte mir das Spaß, als ich dann so an die interessanten Sachen herankam. So im Schülerbereich wird alles nur auf spielerischer Ebene aufgebaut. Und dann so im A-Schülerbereich fängt man auch mal an, man läuft mal Hürden, man macht mal Weitsprung. Naja, und dann hatte ich immer Interesse an dieser Sportart. Und so im Jahre 85 hat mir mein Trainer mal vorgeschlagen, ob ich mal bereit wäre, ein bisschen intensiver Leistungssport zu betreiben, weil ich hätte unheimliches Talent und könnte auch innerhalb einer kurzen Zeit auch schon sehr erfolgreich sein. Und das habe ich mir einfach mal durch den Kopf gehen lassen, weil ich habe mir gedacht, so eine einfache Sache, die ich so unheimlich gerne mache, das versuchst du ganz einfach mal. Und so habe ich mit Leistungssport angefangen. War aber, wie gesagt, der Sport hat immer treu geblieben. Und innerhalb von 2 Jahren war ich damals auch deutsche Juniormeisterin Weitsprung. In den Sekunden vor dem Start. Also bei wichtigen Wettkämpfen zum Beispiel entwickelt sich das automatisch, dass man eine unheimliche Spannung hat. Dann setze ich mich hin, 5 Minuten vor Beginn des Starts, kehre nochmal in mich, um etwas ruhiger zu werden. Und dann sage ich mir, rinn in Startblock und drauf auf die Hürden. Das wird schon klappen, du hast genügend Potenzial, was du jetzt versuchst umzusetzen. Und an mir denke ich gar nicht. Und bei unwichtigen Wettkämpfen mache ich mich warm, mache meine Abläufe und sage mir, ja, das ist ein unwichtiger Wettkampf, hier kannst du sowieso ganz locker gewinnen. Seh zu, dass du ins Ziel kommst, damit du schnell hier vom Platz kommst. Weil es eben nur unwichtige Situation und auch Atmosphäre für mich. Und was halten Sie von der zunehmenden Kommerzialisierung in der Leichtathletik? Tja, in der heutigen Zeit kann man nur noch Leistungssport betreiben, wenn man eben die finanzielle Unterstützung von Sponsoren oder Vereinen bekommt. Und deswegen ist der gesamte Kommerz, der ja und der ganze Trubel, der um den Leistungssport betrieben wird, gar nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Jeder Zuschauer und die Medien wollen immer nur Höchstleistung sehen. Und diese Höchstleistung sind ja leider in der heutigen Zeit nur durch Manipulation zu erreichen. Und dadurch muss der Kommerz im Leistungssportbereich immer mehr hochgeschraubt werden, damit diese ganzen Leistungen von den Sportlern überhaupt auch finanziert werden können. Also mit dieser Manipulation meinte ich eben auch, dass der Leistungssport oder Hochleistungssport nur noch durch Doping und Anabolika erreicht werden kann. Also auf normalen menschlichen Ebenen ist das gar nicht mehr möglich, solche Leistungen zu erreichen. Auf sich, dass verschiedene Sprinterinnen sich vor dem Start ins Gesicht schlagen oder auch die Oberschenkel? Ja, das ist, sag ich mal, eine individuelle Vorbereitungsphase eines Athleten. Das ist, der Athlet hat so schon eine unheimliche Spannung und eine Aggression, die er gerne loswerden möchte. Und vor Beginn des Starts klopft er sich nochmal auf die Oberschenkel oder ins Gesicht, um eben locker zu wirken. Dass er also eine gewisse Lockerheit in seine Spannung reinbekommt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Athlet total verkrampft während des Laufs, ist ja sehr wahrscheinlich. Und so versucht der Athlet, sich eben auf seine Art und Weise zu lockern. Ja, was ist Ihre persönliche Meinung dazu, dass so Leichtathletinnen wie Frau Florence Griffiths-Joyner so extravagant auf dem Sportplatz gekleidet sind? Weil das fällt eigentlich doch jedem stark ins Auge. Ja, ich würde mal sagen, erstmal ist es eine Amerikanerin. Zweitens waren ja in den ganzen Jahren die Sportbekleidung der gesamten Athleten sehr konservativ. Also es gab eben Hemdchen und Hose dazu, das musste farblich auch irgendwo übereinstimmend sein. Und mittlerweile versucht man gerade in der Leichtathletik wesentlich mehr Lockerheit in die Sportart reinzubringen. Und da die Amerikaner ja dazu neigen, etwas extravagant und etwas übertrieben sich auch darzustellen, finde ich das eigentlich gar nicht, oder es gehört einfach zu ihrer Persönlichkeit, dass sie total ausgeflippt rumläuft, das ist natürlich in Verbindung zu bringen, dass sie sehr viele Sponsorenverträge hat und sie sich auf diese Art und Weise am optimalsten verkaufen lässt. Also hat sie persönlich natürlich auch ein Interesse daran, diese Verkaufsstrategie mit auf den Sportplatz irgendwie zu integrieren, dass eben andere Athleten auch motiviert werden, ein bisschen mehr
Extravaganz auf den Sportplatz mit einzubauen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Nur man muss Typ dafür sein. Man muss Typ dazu sein, bereit zu sein, sehr extravagant rumzulaufen. Nicht jeder Sportler kann so rumlaufen. Sie kann es, weil sie damit gleichzeitig auch vermarktet worden ist. Ich könnte das nicht. Bisher ist die schlimmste Verletzung, die Sie im Laufe Ihrer Sportkarriere hinnehmen mussten? Ein Bänderriss, was für jeden Sportler die katastrophalste Verletzung sein kann, weil durch ein Bänderriss ist man so ungefähr 3 Monate lang lahmgelegt, bis man einigermaßen wieder Leistung bringen kann. Den Bänderriss habe ich mir zugezogen im Dezember 90. Da stand ich unmittelbar vor der Heimsaison, war in einer sehr guten Trainingsverfassung und habe leider Basketball gespielt, weil sich ja die meisten Sportler in fremden Sportarten sich ihren Bänderriss zuziehen. Und der hat mich also 3 Monate zurückgeworfen, bis ich einigermaßen wieder erträgliche Leistung im Training überhaupt erreichen konnte. Das war die schlimmste Verletzung für mich. Und wie sieht der Kontakt zu den Sportlerinnen aus den neuen Bundesländern aus? Weil eine Zeit lang war ja da doch sehr starkes Konkurrenzdenken. Hat sich da was verändert? Ja, also wenn man so die Anfangsphasen mal beurteilt, so jetzt nach 1-2 Jahren, hat sich da schon einiges verändert. Es war natürlich ein unheimliches Konkurrenzdenken. Wir westdeutschen Athleten haben immer gesagt, die Ostdeutschen hatten wesentlich bessere Trainingsbedingungen als wir. Die brauchten drüben nicht arbeiten, konnten nur trainieren. Und dann kam natürlich auch noch hinzu, dass die uns Plätze weggenommen haben für Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Und heute, nach 3 Jahren, wo sich auch im Osten vieles wieder normalisiert hat, hat man ostdeutschen Athleten eine ganz gute Beziehung aufgebaut. Weil die eben auch lockerer geworden sind, haben eben auch gesehen, dass sie mit ihren Möglichkeiten, die damals vorhanden waren, heute gar nicht mehr zu realisieren waren. Weil das eben auch eine finanzielle Sache ist. Ne? Und haben eben auch gesehen, dass im westdeutschen Bereich Leistungssport auf die Art und Weise nicht zu tragen ist, finanziell gesehen. Und heutzutage weiß man ja eigentlich auch, dass Krafttraining bald in jeder Sportart angewandt wird. Wie persönlich ist Ihre Meinung? Ist es ein notwendiges Übel oder bringt Ihnen das persönlich auch Spaß? Also in der Anfangsphase hatte ich persönlich eine sehr negative Einstellung, was das Krafttraining betrifft, weil ich damals schon von der körperlichen Voraussetzung sehr viel Kraft mitgebracht habe und hatte einfach die Bedenken, durch das Krafttraining mehr Muskelmasse zu bekommen. Also zu viel Muskelmasse, die ich persönlich überhaupt gar nicht brauche für meinen Sport. Ne? Und mittlerweile habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass man durch das Krafttraining eine sehr spezifisch ausgeprägte Muskulatur bekommen hat, die ich persönlich in meinem Sport effektiv einsetzen konnte. Also ich habe heute eine positive Einstellung zum Krafttraining und mache es auch gerne, schon gerade wenn es regnet draußen, dann gehe ich gerne spielen.
große Frau. Ja. Ja, also ich würde sagen, wir holen dann Otto wieder weg, das ist das normal, sonst hat das ja klar zu finden. Wir gehen und wir können ja mit Otto. Und wir drei gehen.